Hallo, herzlich willkommen zum Dummy Kompakt der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und heute beantworte ich eine Frage aus der Trainingsgruppe Jagdfieber. Hallo, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss mal ganz kurz schauen, dass ich hier sehe, wo ihr seid. Weil wenn ich gar keine Kommentare sehe, dann bin ich immer so, oh, ich bin ganz alleine. Und das hoffe ich natürlich nicht. So, kurz mal durchgeben, ob ihr mich hört, ob alles gut ist und dass alles schön ist. So, das heutige Thema ist, also ich habe eine Frage bekommen, ich glaube sogar letzte Woche oder so. Und da ging es darum, hallo, alles da? Ali, hallo. Da ging es darum, ob, was, also ja, wie bezeichne ich das? Ich soll es am besten vorlesen, was ich da gesagt habe. Also es geht um ein Problem am Wasser. Ja, der Hund hatte ganz am Anfang seiner Dummy-Karriere oder Arbeitskarriere kein Problem mit Wasser. Dann war die Prüfung, alles war tutti. Und nach der Prüfung ging nichts mehr. Also kein Reingehen ins Wasser, kein Apportieren aus dem Wasser, kein Schwimmen und so weiter. Und darum geht es heute, also ums Schwimmen. So, sind denn alle da? Ich muss hier mal ganz kurz so ein bisschen... Hallo, alle da, alle da, alle da. Hört ihr mich? Alles super, sehr schön, sehr, sehr gut. So, und bevor ich jetzt zu dieser Frage komme, wollte ich einmal kurz Danke sagen. Ja, ein bisschen sentimental heute. Nein, also doch. Nein, ich wollte Danke sagen für all die tollen E-Mails. Ja, ich kriege zurzeit ganz viele E-Mails und das ist so schön. Ja, es sind ganz viele Danke-E-Mails, es sind ganz viele... ja, danke E-Mails, was ich mache, wie ich es mache, dass ich Leute erreichen kann und auch jetzt beim Team Jagdfieber, weil es gab Post, es gibt Weihnachtspost beim Team Jagdfieber und bitte, bitte seid mir nicht böse. Ich finde es ganz toll, dass ich die E-Mails kriege. Ich kann nur nicht alle beantworten, weil ich noch ziemlich viel zu tun habe bis heute Abend und ab morgen bin ich ja sozusagen im Weihnachtsferien und deswegen wollte ich das alles noch fertig machen, aber ich werde die E-Mails übers Jahr beantworten. Nicht, weil das für mich Arbeit ist, sondern weil das einfach schön ist und ich sehr dankbar bin, dass ich mit euch das machen darf, dass ich mit euch zusammen arbeiten darf, dass ihr es mir ermöglicht, dass ich das für euch mache. Ja, es ist ja so, wenn ihr nicht da wärt, wenn ihr nicht in meinen Kurse buchen würdet oder in meinem Mitgliederbereich Team Jagdfieber sein würdet, dann, ja, dann könnte ich das nicht machen. Und deswegen, und dass das wirklich mein Traum ist, das zu machen, was ich gerade hier mache, ja, also... Alleine in einem Raum zu sitzen, mit Leuten an der anderen Seite, die mir zuhören, hoffentlich, klingt für manche ein bisschen skurril, also gerade für meine Eltern, dass das Leute mit gut finden, aber es ist einfach, es ist schön und ich bin sehr dankbar und die letzten Tage habe ich wahnsinnig viele E-Mails bekommen und deswegen wollte ich das nochmal so sagen. So, und es gibt noch eine kleine, warte kurz. Genau, es gibt noch eine kleine Ankündigung noch dazu. Es wird jetzt ab Januar, oder ich glaube, wir fangen jetzt schon, wir fangen schon ein bisschen früher an. Also ab Januar ist das jetzt immer so, dass diese Facebook Lives auch dann immer am Donnerstag in YouTube hochgeladen werden. Also wir brauchen ein bisschen Bearbeitungszeit zwischen Dienstag und Donnerstag, deswegen sind da zwei Tage dazwischen. Aber jeden Donnerstag gibt es jetzt wieder dann ein Video auf YouTube. Jede Woche, genauso wie das Facebook Live. Und es wird einfach sozusagen aufgezeichnet. Das heißt, wenn du mal was suchst, ja, weil Facebook ist ja wirklich, ja, ich sag mal so keine Suchmaschine. Wenn du mal was suchst, dann geh auf meinen YouTube-Kanal, Dummy & Co. heißt er, glaube ich, genau wie mein Podcast auch. Vielleicht sollte ich den Dummy Kompakt nennen, wenn da jetzt die ganze, ach, ich bin, meine Namen, ja, ich habe viel zu viele Namen. Ich muss da nochmal, das ist auch mein Vorsatz fürs nächste Jahr, ein bisschen mehr Sortierung reinbringen, meine ganzen Namensgeschichten, damit ihr auch mehr durchseht. Also es gibt ja diesen YouTube-Kanal und da wird jetzt jede Woche dann das Facebook Live hochgeladen. Und wenn man was sucht von mir, dann kann man einfach in meinen Kanal gehen, Dummy & Co. Und dann suchst du in meiner Suchspalte, was weiß ich, Wasser, zum Beispiel heute. Oder du suchst, keine Ahnung, voran oder so. Und dann kriegst du das Facebook Live dazu, wenn ich es denn so betitelt habe. Okay. Okay, genau. So, alle da. Ich wollte mal kurz Hallo sagen. Ja, Charlotte, sehr schön. Bitte, bitte, gern geschehen. Ich mache das hier alles wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Okay, so, das dazu. Also erstmal danke und zweitens, ab Januar wird es das Ganze auf YouTube regelmäßig geben, nicht mehr geschnitten und so weiter, sondern es wird genau das gleiche Facebook Live, was am Dienstag stattfand, auf YouTube geben. Das heißt, wenn du nochmal nachgucken willst, kannst du das auf YouTube machen oder wenn du jemanden kennst, der kein Facebook hat,
kannst du sagen, okay, immer donnerstags um 19 Uhr findet dort das Facebook Live statt, also die Aufzeichnung, und dann kann er sich das auch angucken. Okay. So, Suvi, dann die ersten 5 Minuten mal wieder verquatscht. Geht's jetzt zur Frage? Also ich lese sie nochmal genau vor. Okay, ich habe eine Frage. Mein Hund hat mit knapp 2 Jahren die JPR im DRC mit sehr guten Ergebnissen bestanden. Also, wer jemand fragt, JPR ist die Jugendprüfung für Retriever. Die gibt es jetzt nicht mehr. Das ist halt eine Wildprüfung gewesen. Da musste der Hund einmal beschossene Markierung aus dem Wasser holen. Dann muss er eine Suche machen, eine Schleppe arbeiten und eine Landmarkierung machen. Ja, ich glaube, das waren die 4 Teile. Falls ich noch was vergessen habe, sagt mal bitte Bescheid. Ist schon wieder so lange her, dass ich die gemacht habe mit Indy. So, und seit dieser Prüfung apportiert mein Hund bis heute nicht mehr aus dem Wasser und schwimmt auch nicht. Wenn ich mit ins Wasser gehe, ändert sich diese Situation. Er schwimmt und apportiert. Mir konnte bis heute keiner sagen, warum er dieses Verhalten zeigt. Was habe ich falsch gemacht? Denn man sucht ja erst mal den Fehler bei sich selbst. Er ist nun zwar schon 9 Jahre alt, also das Ganze geht jetzt schon 7 Jahre. Und trotzdem beschäftigt mich dieses Verhalten immer noch sehr. Wäre über eine Antwort sehr dankbar. Genau. Und hier meine Antwort. Also, shit happens. Ja, shit happens. Auf einer Prüfung kann immer irgendwas passieren, was dann dazu führt, dass dein Hund das danach nicht mehr ausführen kann. So, was man dann nun macht. Also, im Speziellen jetzt zu deinem Thema mit dem Wasser. Es kann sonst was passiert sein. Die Ursache kann total unterschiedlich sein. Es kann sein, dass er sich vom Schrot erschreckt hat, dass er sich, als er reingegangen, gepiekst hat, dass er sich beim Rauskommen gepiekst hat, dass die Ente blöd lag oder dass er die blöde Maul hatte, dass irgendwas, dass er Muskelkater, keine Ahnung. Es ist im Endeffekt auch egal. Ja? Also die Ursachenforschung ist immer praktisch, wenn man es herausfindet, weil man dann so ein bisschen zielgerichteter arbeiten kann. Aber man sollte sich nicht darauf versteifen. Also man sollte nicht versteifen und versuchen, ich muss jetzt erst die Ursache herausfinden, um dann zu wissen, was ich machen soll. Und also wenn man einfach sagt, man weiß nicht warum, es lief eigentlich alles tutti, es war alles gut, ja dann, shit happens. Ja? Das heißt, man muss dran ansetzen. Was du ja schon ganz, ganz toll gemacht hast, ist, dass du mit reingegangen bist. Ja, also dass du gesagt hast, okay, was kann ich denn ausprobieren? Und nicht einfach den Hund, ich meine, manche Leute werfen den Hund ins Wasser, wenn er nicht mehr schwimmt. Oder man sagt immer, Port, Port, Port. Oder man wirft eine Markierung und noch eine Markierung und noch eine Markierung. Und der Hund steht am Wasser und hat ein wahnsinniges Frustproblem oder ein Entscheidungsproblem. Ja? Und umso mehr Aktion man macht, umso mehr Hektik man das Ganze reinbringt, umso schwieriger wird es für den Hund, das Verhalten zu zeigen. Weil wenn du ein Problem hast, ja, wie beim Militär oder wie bei diesem Film, wenn du ein Problem hast, wenn du irgendwas nicht kannst, hilft es nicht, wenn dich jemand anschreit. Es hilft auch nicht, wenn dich dann jemand wahnsinnig lockt. Ja, ich Höhenangst. Ja? Wenn ich, es bringt, also ich verliere nicht die Angst, auf einem Balkon zu stehen, wenn mich jemand dabei anbrüllt. Ich verliere aber auch nicht die Angst, auf einem Balkon zu stehen, wenn ich die ganze Zeit mir gesagt wird, ja, da ist ein Dollar und da ist ein Dollar und da ist eine Million und da und so weiter, ja, dass ich da sozusagen Geld auf den Balkon lege und dann dahin gehe, dann, nö, mir nicht wert. Ja? Okay, also nicht viel, viel Stress machen und viel so, sondern wenn man jetzt zum Beispiel den Ansatz gefunden hat mit, ah, okay, wenn ich reingehe, ja, dann, wenn ich reingehe, dann schwimmt er, dann tut mein Hund das. Ja? Und vielleicht hört sich das jetzt total banal an, ja. Und die Frage, warum, also was man da jetzt machen soll, ich würde einfach, in Anführungsstrichen einfach, das Stück für Stück machen. Das heißt zum Beispiel, du musst gucken, bis wohin musst du reingehen, damit dein Hund schwimmt. Bis dahin gehst du rein. So, dann fängt er an zu schwimmen, alles ist gut. Dann gehst du einen Meter weiter raus, aber bist immer noch im Wasser. Und dann geht er schwimmen. Oder er geht nicht schwimmen, dann musst du da mehr Routine reinbringen. Immer nur das gleiche Gewässer, immer das gleiche Gewässer, immer das gleiche Gewässer, immer das gleiche Gewässer. Dann gehst du wieder raus. Wenn du aber merkst, zum Beispiel, dein Hund kann, also es geht schon wieder raus aus dem Wasser, geht aber rein noch so schlecht, dann bist du im Wasser beim
rein, also beim Losschwimmen. Aber du gehst, während dein Hund schwimmt und das holt, gehst du raus aus dem Wasser. Das heißt, er muss dir dann draußen abgeben, damit du so eine Zwischengeschichte hast. Also das ist eigentlich mein Tipp, was man dann machen sollte. Scheibchenweise arbeiten. Und irgendwo gibt es immer so einen Knackpunkt, wo der Hund sagt, ah, okay, da ist das Ding. Und da muss man dann schauen. Ja? Vielleicht ist es das Gelände, da muss man das Gelände wechseln. Vielleicht ist es der Untergrund, vielleicht ist es das und das und das. Aber das muss man gucken. Und das Wichtige ist, dass man, wenn man merkt, man hat da so einen Ansatzpunkt, dass man da dran bleibt und sagt, okay, das finde ich. So, und dann war nochmal die Frage irgendwie so ein bisschen, warum der Hund das Verhalten zeigt. Also das eine ist ja so, die Ursache kann sein, dass irgendwas passiert ist auf der Prüfung. Das andere ist aber auch, also, oder das wird sein, also es wird irgendwas auf der Prüfung passiert sein oder davor oder danach. Ja, Hunde verarbeiten ja immer eine ganze Weile. Und manchmal zeigen sie dann das Verhalten erst später. Aber Wasser ist ein wahnsinnig schwerer Geländeübergang. Ja, so muss man das sehen. Das ist ein Geländeübergang. Das ist wie Wiese und Dornhecke. Und Wiese und Dornhecke, da, dass er da gerade reingeht, ist schwer, weil er sagt, ich will nicht und so weiter. Manche Hunde sagen, juhu, Wasser, pum. Aber viele halt auch nicht. Und das muss man, also das ist das Problem, der Geländeübergang. Ja, also das ist das bei den, sag mal, bei den Hunden, die keinen problematischen Erfahrungen gemacht haben, ist es meistens einfach der Geländeübergang. Ja? Das ist dieses, so zum Beispiel mache ich auch Blinds über Wasser. Ja? Ich schicke nicht gleich von Land ins Wasser im Blind. Ja? Ich mache natürlich vorher Memories über Wasser und so weiter, klar. Aber das erste Blind, was mein Hund im Wasser arbeitet, ist immer, ich stehe im Wasser und ich gehe so weit, dass mein Hund, sage ich mal, fast schon schwimmt. Und dann schicke ich voran. Dass diese Geländekante nicht da ist. Und diese Geländekante muss man üben. Und dann kann man zum Beispiel auch Eckschräger bis zum Knie, dann schwimmt er. Genau. Das ist doch super. Also bis zum Knie, das ist klasse. Das heißt, er braucht wirklich nur diesen Geländeübergang. Muss überwunden werden. Das ist übrigens auch mal ein heißer Tipp. Ja? Also das geht in Deutschland leider nicht so, aber in Schweden schon. Weil man ein bisschen weiter weg ist in Deutschland meistens vom Gewässer. Aber wenn ihr nur einen Fuß ins Gewässer macht, also dass der Hund sozusagen eine Kralle ist nass, dann ist der Geländeübergang schon viel, viel leichter für den Hund. Wenn ihr einen Zentimeter von Wasserfläche weg seid, ist sie schwerer. Weil er ist sozusagen schon drin. Das Ding ist, solange er noch nicht das Wasser betreten hat, kann er noch entscheiden, ob er links, rechts oder gar nicht geht. Wenn er aber schon mit einer Pfote drin ist, ist er schon mal drin. Und das ist bei Hunden, ja, ich sag mal, relativ simpel. Die sagen dann, okay, bin ja schon mal drin. Ob er dann weiter schwimmt oder ob er bis zur Schulter reingeht und dann nicht mehr schwimmt. Ja, aber das ist ja bei dir nicht das Problem. Er schwimmt ja. Ja, das wäre dann was für meinen Wasserworkshop. Einfach schwimmen. Das sind die Hunde, die bis zur Schulter reingehen und sagen, ja, und jetzt nicht mehr weiter. Nö. Aber das ist eine andere Problematik. Ja, sehe es als Geländeübergang und dein Hund hat aufgrund von was weiß ich, keine Ahnung, verlernt, den Geländeübergang zu nehmen. Er kann nicht mehr in die Dornhecke reinhüpfen. Wenn er in der Dornhecke drin ist, dann geht er weiter, weil dann ist er schon mal drin. Aber er kann nicht rein. Und genauso ist es mit dem Wasser. Und da muss man das Stück für Stück machen. Man kann zum Beispiel auch, was ich dann machen würde, wäre, wenn so Flachgewässer, Pfützen, ja, immer durch die Pfützen schicken. Pfützen, Pfützen, Pfützen. Ja, der Hund muss nicht schwimmen, aber trotzdem überschreitet er ja sozusagen dieses Wasser. Ja? Und auf verschiedensten Wegen würde ich das machen. Okay. So, sehr schön. Dann sind wir heute genau in der Zeit. Vielen, vielen Dank für diese tolle Frage. Und nochmal an alle, wenn ihr so eine Prüfung habt, wo einfach nichts lief oder wo ihr denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Nein, Hunde sind tolle, super, mega tolle Wesen. Die kompensieren ganz, ganz viel. Ja? Und wenn mal was nicht geklappt hat oder wenn mal irgendwas, es ist nie so, dass wenn mal etwas passiert, es nie wieder funktioniert. Aber es ist auch nie so, dass wenn etwas mal funktioniert, dass es dann immer funktioniert. Ja, so wie Leute immer sagen, wenn die Hunde sich einmal kloppen, dann ist wieder alles gut. Nein, es wird jedes Mal neu entschieden. Natürlich, umso mehr du in die eine oder die andere Richtung gehst, umso mehr wird das eine oder andere gezeigt. Das ist klar. Aber es gibt nie ein Nie. Im Hundetraining. Und das ist im Positiven so, aber auch im Negativen. Das heißt, wenn dir mal irgendwas richtig Blödes auf einer Prüfung passiert ist, ein Helfer hat deinen Hund getreten,
Die Waffe hat sich gelöst und ist direkt neben deinem Hund losgegangen. Irgendwas, ja? Also, umso schlimmer, umso schlimmer, ja? Aber es ist immer eine Chance da zur Verbesserung. Nicht immer eine Chance da, dass es wieder so gezeigt wird wie früher, also dass dein Hund wieder total normal ist, aber es kann sich immer verbessern. Und gerade bei Hunden kann man ganz, ganz viel erreichen und da darf man einfach die Hoffnung nicht aufgeben, aber man braucht halt auch einen Plan. Nicht dann konfus rechts und links und so, sondern man muss ein bisschen ausprobieren. Ja, ich glaube, das wäre mal eine gute Podcast-Episode, dass man mal ein bisschen was, dass ich erkläre, wie ich dann sowas rangehe. Wenn ich einen Hund sehe mit einem Problem, habe ich eine Technik, wie ich da rangehe. Ja, ich sage ja nicht so, also XY, das da. Ja, sondern ich gucke mir an, was macht der Hund, wie macht der Hund und was für Möglichkeiten gibt es. Und dann testet man so ein bisschen aus. Dann sieht man, ach, guck mal, da ist der Knackpunkt. Und dann macht man spezielle Übungen für den Knackpunkt. Und so würde ich auch angehen. Ja, kurze Empfehlung. Okay, super. So, genau, Lani, keine Pfützen treten. Das habe ich übrigens auch. Ja, Elke, sehr schön. Freut mich sehr, dass ich dir helfen konnte. Lani sagt gerade, Wasser ist kein Problem, aber bloß in keine Pfützen treten. Das ist bei mir auch so. Dann macht kein Pfützentraining mit euren Hunden, wenn die normalerweise schwimmen. Ja, ihr nervt sie und es bringt nichts. Es ist total unnötig. Meine genauso. Modder ist noch schlimmer. Ja, Melanie reinwerfen ist eine beliebte Methode, um einen Hund schwimmen beizubringen. Das Schlimme an Hunden ist, das ganz, ganz Schlimme an Hunden ist, viele von denen schwimmen dann wirklich. Ja? Und deswegen glauben die Menschen, die ihre Hunde reinwerfen, dass sie die richtige Technik machen. Wenn ein Hund nie schwimmen lernen würde, wenn du ihn reinwirfst, also ein Hund, der nicht schwimmt, du wirfst ihn ins Wasser und er würde nie lernen zu schwimmen, würde diese Technik nicht existieren. Aber das Problem ist, Hunde sind mega toll und sagen, okay, das nächste Mal werde ich wieder reingeworfen, also gehe ich jetzt schwimmen. Ja? Ist nicht die nette Methode. Ich würde sie niemals machen, weil du auch eine wahnsinnige Chance hast, deinen Hund so richtig, richtig zu versauen. Aber die gibt's. Und das ist mal das Problem an Hunden. Hunde sind einfach zu nett für die Welt. Ja, Hunde sind einfach zu nett für die Welt. So, Doris fragt, wo finde ich den Workshop? Den gibt es aktuell nicht. Den wird es wieder geben im Frühjahr. Ich muss den noch mal ein bisschen aufhübschen und schicker machen und dann wird es den wieder geben. Genau. Genau. Ja, Farina, das war ein toller Workshop, oder? Hat mir sehr gefallen. Ja, der Workshop auch gefallen. Was schreibt sie? Wir können den Wasserworkshop auch allerwärmstens empfehlen. Wir haben vom Nichtschwimmer zu Überwasserschicken auf eine Memory 8 trainingsintensive Wochen gebraucht. Es war so, so cool. Ja, das war auch super spannend. War lustig. Und genau, und jetzt kommt noch die Alumni-Frage- und Antwortrunde. Genau. Kann mir das wer sagen? Ja, die kommt jetzt. Ich mache auch gleich noch den Zoom-Link in die Gruppe. Und genau. So, so. Jetzt aber, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil nächste Woche bin ich nicht da. Nächste Woche mache ich frei. Ich bin mal eine Woche nicht da. Ich komme dann wieder im neuen Jahr. Ich glaube, das ist der fünfte, erste. Dieses Jahr muss man einfach abschließen mit schön war's. Nein, sagen wir mal so, anders war's. Ja, man hat viel gelernt. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Man muss es einfach nehmen, wie es ist. Man kann es ja nicht ändern. Ja, man kann es nicht ändern. Und deswegen macht das Beste raus, daraus. Geht mit euren Hunden schön raus. Versucht die Menschenmengen zu umgehen, die jetzt auch gerade alle rausrennen. Und habt ein paar schöne Tage mit euren Hunden. Habt Spaß. Entspannt euch. Denkt an nichts außer Hundetraining natürlich. Daran, ich kann nicht abschalten. Ich versuche es ja immer wieder, aber immer wenn ich dann so richtig in meiner Om-Phase bin, sage ich mal beim Spazierengehen ich so, oh, hier könnte man schön voranschicken. Aber das ist, glaube ich, so ein Spleen von mir. So, dann, also, frohe Weihnachten. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und bis dahin, tschüss.